Juhu, liebe Leute, eine neue Aufnahmesession mit Dark Souls Remastered mit Lydia, dem fleißigen und bösen und tödlichen Schurken. Willkommen zurück, es geht weiter. Und ja, ich muss erstmal wieder selber so ein bisschen klarkommen, wo ich bin. Und ich muss den Game-Modus anmachen, damit das Spiel nochmal ein bisschen hübscher aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich zu sehen ist, wenn die Folgen dann rausgestrahlt werden. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich habe die Hydra beim letzten Mal besiegt. Und kann jetzt da oben ein bisschen rumeiern und rummachen und rumtun. Eine Sache, die mir aber keine Ruhe lässt, ist, dass ich nochmal in die Katakomben muss. In die Kanalisation, weil ich da nämlich noch ein Gebiet vergessen habe zu untersuchen und ich mag es immer alles zu machen in dem Spiel. Das werden wir jetzt auch angehen, würde ich sagen. Vorher muss ich mal gucken, habe ich denn hier schwarze Feuerbomben? Haben wir alles jetzt zu Genüge mit eingepackt, würde ich sagen. Und dann machen wir den weiten Fußmarsch wieder zurück. In Richtung unterirdische Katastrophe. Ey, ich freue mich tierisch drauf. Ich habe inzwischen schon eine Liste zusammengestellt, was ich gerne in Dark Souls noch machen möchte, was ich gerne noch spielen möchte, auch für Bloodborne und für Sekiro Shadows Die Twice steht diese Liste bereits. Das heißt, jede Menge Sachen, die ich noch gerne probieren möchte, bis zur maximalen Leistung, was New Game Plus angeht. Das heißt nicht Stufe 99, sondern natürlich nur so weit, bis New Game Plus nicht mehr funktioniert und nicht mehr hochskaliert. Oh. Okay. Ich habe vergessen, dass wir hier ein Problem haben. Der zieht aber extremst langsam. Eieieiei, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber lila Mustum und Co. müssen wir auch noch sammeln, weil wir werden demnächst natürlich auf dem Weg nach Blighttown sein und da müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, wenn wir den Kurzbogen nehmen. Bisschen handlicher das gut. Macht zwar weniger Damage, aber zieht dann doch ein bisschen schneller den Pfeil aus der Hosentasche. Hey, ich habe das gute Spiel vermisst. Jedes Mal wieder aufs Neue ein absolutes Vergnügen. Es macht immer noch so unglaublich viel Spaß und versüßt mir die Vorfreude auf Elden Ring. Guck mal, ob wir irgendwas machen können. Waffen verstärken, Parierdolch können wir verstärken. Wollen wir ehrlich gesagt erstmal nicht. Wir können aber unser Schild verstärken. Das Schild verstärken oder unsere Ausrüstung. Unser Zielschild. Was macht denn das, wenn wir das upgraden? Einfach nur ein bisschen mehr Haltung. Dann ändert sich eigentlich gar nichts. Dann lassen wir das mal. Wir können gleich noch mal gucken, was 9000 brauchen wir zum Aufstieg. So viel haben wir noch lange nicht. Aber der Fußmarsch zurück. Und dann werde ich vielleicht die 20.000 erstmal sammeln, weil ich dann doch erstmal den vorderen Eingang deutlich angenehmer finde.
gucken erstmal, wie weit wir denn kommen. Das war ja fies. Ah, auch das Parieren wieder ein bisschen üben. Eine Woche her, seitdem ich die letzte Aufnahmesession hatte. Es war zu früh. Das aber genau richtig. Ich kann auf jeden Fall den Spacken, der hier oben steht, noch mitnehmen. Jetzt gerade sehr, sehr unangenehm bei der Sturden. So, wie komme ich da noch mal am besten hin? Wir müssen... So. Dann nehmen wir die Abkürzung, genau. Bevor der Schlag eintrifft. Mache ich nämlich nochmal schnell einen Roche-Durchgang. Müssen wir mal kurz gucken, wie viel Sachen wir haben. Wie viel Sachen. Wanderflug muss ich demnächst auch nochmal kaufen. Wir haben Giftdinger. Wir haben 3 Stück von den Dingern. Das heißt, wir müssen sowieso bei den Bäumchen ein bisschen farmen gehen. Wir möchten die Dinger ungern kaufen. Vielleicht haben wir sogar jetzt noch mal ein bisschen die Möglichkeit, hier die Ausrüstung bei denen zu fahren. Oh.
Nichts gedroppt, schade, aber den anderen holen wir uns auch noch. Leider gab es da auch nichts, schade. Und jetzt haben wir uns um die Frösche kümmern. Und lässt mir das nämlich keine Ruhe, obwohl mir gerade einfällt, dass es vielleicht eine bessere Idee wäre. Na gut, ich gehe mich da eigentlich sowieso von der anderen Seite. Das geht ja wieder nicht. Sehr gut, dann schon mal erledigt. Die werden jetzt mal nicht rasten. Aber wenn ich es jetzt auf Anhieb nicht schaffe, dann ist es halt so. What? Na, das gibt's ja gar nicht. Treff den Typen.
Da fällt mir gerade ein, dass ich auch den anderen Weg hätte gehen können. Der vielleicht sogar besser gewesen wäre. Scheiße, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Der andere Weg wäre, glaube ich, tatsächlich besser gewesen. Ich gehe mal nochmal gucken, ob ich hier irgendwie was machen kann. Es zieht draußen ein Sturm auf. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, dass ich hier jetzt nicht gleich weggeweht werde. Hier hinten, die Blicke. Das Blöde ist jetzt natürlich, sollte ich hier sterben, habe ich die Arschkarte. Und zwar gewaltig die Arschkarte, weil dann sind meine ganzen Seelen weg. Von daher sollten wir, wenn es kritisch wird, auf jeden Fall darauf achten, unsere Seelen zu safen. Komm, ich muss da runter, um die Frösche wieder zu brezeln. Weiß nicht, wie schnell ich die besiegen kann. Noch eine verdammte Ratte. Die Überraschungsratten. Eine dritte sollte vielleicht auch noch kommen, oder? Und da liegt halt noch Shit, den habe ich beim letzten Mal nicht ignoriert. Ich würde mal sagen, jetzt wo das Wetter losstürmt, um mir eins auf die Fresse zu geben. Oder mich nass zu machen, werde ich hier mal ganz kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und schau mal, ob ich das hier gebacken bekomme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.